Hallo und willkommen zurück, meine liebe Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir bauen gerade immer noch unsere Hidden Sneaky Base auf. Nachdem wir gemerkt haben, dass man hier einfach nur überrannt wird. Und es mir gerade so vorkommt, als ob hier weniger Gegner stehen, was mir nicht so gut gefällt. Außer durchs Laden sind jetzt einfach Gegner dieses Boards auch sein könnte. Kaufen wir es einfach mal. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt dann demnächst mal Truppen. Deswegen Wurfhammer-Upgrade. Und Tatsache, wir werden hier angegriffen. Die Rune zu Befehl. Ruft. Bereit. Und los. In die Schlacht. Schlag sie zurück! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Alles klar! Verstärkt die Deckung! Okay, die eisernen Skorpione, die rennen einfach hierher. Das war's. Haltet durch, Männer. Zu euren Diensten. Schließt die Reihen. Okay, das finde ich jetzt. Haltet durch, Männer. Unlustig. Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Und los! Schließt die Reihen! Auf dem Weg! Okay, der da sieht nicht gut aus. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Gut, da wird es auch Zeit, dass wir Windschützinnen ausbilden. Feindlicher Angriff! Nied half zur Ehre. Schon so gut wie erledigt. Schon so gut wie erledigt. Eine meiner leichtesten Übungen. Spuckt in die Hände, Männer! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! So, nächster Top-Verteidiger.
Auf mein Kommando. Und los! Und nochmal 5 Windschützinnen. Ja. Das war ein interessanter Start in die Folge. Ja, das Problem ist, unsere Lenia-Vorräte sind aufgebraucht. Das heißt, ich könnte ein paar von den Wanderinnen ausbilden. Oder einfach weiter Verteidiger. Vor allem, dass wir mal das erste Lager hier stürmen und platt machen. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Ich höre. So, du errichtest auch noch eine Schweinezucht hier irgendwo. Nur zu! Wohin soll ich gehen? Ihr wünscht gemacht. Und da fällt mir gerade ein, wir haben noch... Ich höre. ...kein großes Haupthaus. Schon unterwegs. Was wir auch noch nicht bauen können. Buckt in die Hände, Männer! Okay, also weitermachen, Jungs. Lasst uns anfangen. Schon unterwegs. Was steht an? Kleinigkeit. Jetzt können wir es bauen. Weil das da ist nur ein mittleres, kein großes. So. Ja, das heißt, die Gelenia, was ich weiß, ist hier oben, aber hier oben ist etwas gefährlich. Ist auch die Frage, ob die Angriffe jetzt immer hier unten kommen, ob noch neue Angriffe kommen oder ob es das jetzt erstmal war.
So, noch mehr Verteidiger. Ich bin ja froh darüber, dass die Skorpione einfach zu meinem Monument gelaufen sind und sie in Ruhe gelassen haben. Packen wir mal 5 von euch dazu. Nein, keine Kriegerverteidiger. So. Und ihr könnt wieder hier anfangen. Hier oben ist auch nur ein bisschen Mond, Silber, Eisen und Stein. Ich kann mir wirklich mal unsere Jägerin hier schnappen und hier ein bisschen Verteidigung aufbauen. Es ist mir eine Ehre. Für den Fall, dass sie doch noch kommen. Und da hier sollte ich auch ein bisschen zumachen. Hier wahrscheinlich am besten oder hier. Nur zu! Mein Bogen für die Rune! Ich höre? Eine Einheit wurde aufgewertet. So, jetzt brauche ich mehr Eisen. Eisen gibt's noch genug? Können auch alle noch dran arbeiten. Gut. Naja, Holz ist definitiv kein Problem. Nahrung haben wir jetzt auch kein Problem mehr. Und ja, wenn wir auf 60 hoch sind, haben wir vielleicht erstmal genug Lenia, um nochmal 5 Windschützinnen und dann noch 5 Wanderinnen auszubilden. Das Bauwerk ist vollendet. So sei es. Sprecht. Es ist mir eine Ehre. Wie gesagt, da wir mehr als genug Holz haben. Elend, empfange meine Seele. Schon unterwegs. Auf mein Kommando. Vorwärts. Ja. Zur Ehre Aunirs. Kann man denn nicht in Ruhe arbeiten? Sie sind überall. Feuer in der Stadt. Schließt die Reihen. Schlagt sie zurück! Schnell! Sie sind in der Stadt!
Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer!